Ich finde, Gerda Taro ist eine moderne, jüdische, junge Frau, die in der Zeit des Nationalsozialismus Deutschland verlassen musste, eben auch Leipzig. Und sie hat den Mut besessen, erst nach Frankreich zu gehen und dann in den spanischen Bürgerkrieg. Und dort hat sie Fotos gemacht, Fotos vom Bürgerkrieg und nicht etwa um Sensationen einzufangen, sondern eben um das Volk zu zeigen, wie die Menschen leiden in einem Bürgerkrieg. Und sie hat im Grunde genommen ihr Leben geopfert dafür, dass die Welt sieht, was bei diesem Bürgerkrieg in Spanien passiert war. China, Capitan, Steve, two feet creep up the road. Two for two, two record me, lost and warm. The advance has does his chance. Was ich faszinierend finde an Gerda Taro, dass sie sich in Paris im Exil neu erfindet mit der Fotografie. Sie geht 1933 von Leipzig aus ins Exil nach Paris, ist da erstmal überhaupt niemand und sie beginnt in einer Agentur zu arbeiten, lernt Robert Capa kennen, der auch jung ist, unbekannt ist. Und beide erfinden sich neu, indem sie sich Namen geben, die in den Redaktionen erinnert werden. Und dann gehen beide relativ schnell 1936 nach Spanien, wo der spanische Bürgerkrieg begonnen hat. Und Gerda Taro wird dort die erste Fotografin, die sehr aus der Nähe von den Grausamkeiten des Krieges Bilder in die Welt bringt. Gerda Taro steht für Mut, für Neugierde, für Freude am Leben. Und sie verbindet viele Menschen miteinander. Was ich ganz toll finde, ist, schau dir einfach mal die Gesellschaft heute Abend an. Das ist Gerda Taro. Gerda Taro eine unglaubliche Inspiration, als eine sehr junge Frau mit ihrem Partner professionell in die Welt hinauszugehen, in eine Männerdomäne zu fotografieren und einen kreativen Austausch zu haben, macht mir Mut, inspiriert mich ungemein und ich wünschte, es hätte mehr solche Frauen gegeben. Na, ist ja Vorbildcharakter. Wir sind auf Gerda Taro gekommen durch die Beschäftigung mit Robert Capa und dem legendären Foto The Last Man Die, der Letzte, der starb, das hier in Leipzig aufgenommen wurde am Kriegsende und den Tod des amerikanischen Soldaten Raymond Bowman dokumentierte, nicht wahr? Und da kamen wir natürlich über Robert Capa zu Gerda Taro, zur großen Liebe, zur professionellen Kooperation auch als Fotografin und Fotograf, ne? und dem tragischen Schicksal von Gerda. Und jetzt sind wir hier im Capa-Haus, hier in Leipzig, Jahrallee 61. Und es gibt hier eine kleine Ausstellung, die man besuchen kann. Ihr seid alle herzlich eingeladen, jederzeit. Die ist immer jeden Tag offen, außer montags. Ja, Kaffee hängt auch noch dran. Also es gibt und Kaffee und Kuchen und es ist eigentlich kein Kann, sondern ja, es ist eigentlich ein Muss. Home and live before God.
Also für mich ist an Gerda Taro wichtig, dass für sie eigentlich der Mensch im Mittelpunkt steht. Und zwar in ihrer Arbeit, aber ich habe eben auch durch ihre Freunde und Freundinnen, die ich ja noch interviewen konnte, bemerkt, dass das eben auch im Alltag, im ganz normalen Leben eine ganz, ganz zentrale Rolle für sie gespielt hat. Sie hat auf ihre Freunde gesetzt. Das war diese Sache, die hat sie auch getragen in den schwierigen Zeiten, als sie ins Exil musste. Ich freue mich über den neuen Namen für meine Schule, Gerda Taro, weil das eine junge Frau ist, die für ihre Einsichten gekämpft hat, weil sie Verantwortung übernommen hat und weil sie aus gegebenen Rollenbildern ausgebrochen ist. Ein schönes Vorbild für unsere jungen Leute.